So Leute, grüßt euch und willkommen zu einer weiteren Folge No Time, das perfekte Zurück in die Zukunft Spiel. Wie ihr jetzt oben seht, habe ich 534 Dollar. Ja, ich habe das ein bisschen außerhalb gerade gespielt, um halt eben das Geld zusammen zu erarbeiten. Ich habe euch ja schon gesagt, wie das geht, ne? Halt einfach in den Burger King reingehen, dann ein bisschen Hamburger verkaufen. Ist zumindest eine der Methoden, wie man hier im Spiel Geld verdienen kann. Gibt natürlich, glaube ich, wohl auch. Ja, klar, gibt es auch andere. So, jetzt kaufen wir einmal, zweimal Uranium. Ne, wir brauchen ein bisschen Treibstoff. Und dann geht's gleich ab zu der Garage, zu der Werkstatt da. Und dann lassen wir den Hover einbauen. Ladies. Ja, verkaufe deswegen halt's Maul. So, zack, zack, zack. So, jetzt haben wir noch 513. Perfekt. So, und jetzt fahren wir mit der Maschine da rein. Und dann bauen wir, wie Edward uns darum gebeten hat, ja, den Hover ein. Achso, übrigens. Wir haben ja von Edward, als wir ja die Knarre getestet haben, ne? Diese futuristische Pistole. Und er hat uns dann gesagt, wir sollen den Hover einbauen jetzt, ne? Hat er uns, was ich übersehen hatte, nämlich auf den Tresen ein Geldbottle hingelegt, ne? Dass ihr das wisst. Er hat ein Geldbottle hingelegt, den können wir nehmen. Nur leider sind da nur 100 unten drin. So, egal. So, zack. Hover weiter. Jawohl, so, das war's. Okay, Booster 250 Dollar. Oh, ihr seid nicht ganz richtig im Schädel. Egal. Geld, wie das zusammenkommt. So, jetzt haben wir das Ding eingebaut, was wir sollen. Jetzt fahren wir zu... Ah, Moment mal, ich habe vergessen, die Zeit laufen zu lassen. Ha, Ladies! So, Momentikus. Was ist das überhaupt für ein Quatsches? Hey! So, und läuft, ne? Wieder aber 45 Minuten, wie gesagt, Leute. Sagt euch, ob ihr das mit den 45 Minuten gut findet. Wenn nicht, mache ich es wieder kürzer. So, jetzt fahren wir zu Edward. Warte. Nein, da vorne. Und dann müsst ihr eigentlich, ne? Was? Zack. Ha, seht ihr? Haha, weiter geht's. Yay! Hast du die Hover-Konversion schon? Ich habe die Hover-Konvertierung. Großartig. Triff mich um 2 Uhr morgens hier in meinem Shop. Okay. Wir haben einen Tag gekriegt, ihm etwas planen. Jetzt, seit ich die Hover-Konversion habe, möchte er, also Edward, dass ich ihn um 2 Uhr morgens in seinem Geschäft treffe. Aha. Es ist so, wie ich dachte. Wir müssen einen Zeitsprung machen. Auf geht's. Aber bevor, packen wir erstmal das da rein und schmeißen es erstmal raus. Komm schon. So. Einsteigen. Erstmal schmeißen wir die leeren Uraniumbehälter weg. Das gibt auch wieder ein bisschen Geld. Und da haben wir sogar die Möglichkeit, noch ein Uranium zu kaufen, wie ich gerade sehe. Das ist ja mega lustig. So. Oh, meine Fresse. Hau doch nicht immer so weit dran vorbei, Junge. So, zack. Moment. Komm. So. Ne, wie ihr schon gesehen habt in den letzten Fass, hier den Müll einmal reinschmeißen. Und es gibt dann. Aber so blöd darf man doch nicht sein, was soll denn das? Du sollst da rein. So, aber ey! So. Geht doch. So, warte kurz, eben nachgucken, ob wir nicht hier noch in die Kästen vielleicht irgendwie was drin haben an Uranium. So. Nope. Ach ja, genau. Ah ja, richtig, habe ich auch. Ich habe hier 2 Stück gekauft. Aber Leute. Wir kaufen eben, oh Moment, Kasten wieder zurückpacken, ne? So. Die Boxe, die sind ganz gut. Die Boxe, ne, bekommt man auch. Oh, ich bin nicht von, oh, so weit vom Laden weg. Wartet, Leute, wir drehen eben um, fahren zum Laden zurück. Und wie gesagt, dann geht's gleich in den Zeitsprung. Ihr sagt jetzt 2 Uhr morgens, ne? Ah, so. Zack, so. Hier in dem Laden gibt's, ne? Da, ne? Diese Boxen, ne? Die sind ganz praktisch, kann man viel reinpacken. So, wir kaufen aber jetzt noch einmal ein Uranium. So, zack. So, Kollege, grüß dich. Also, was kann ich dir bringen? Das. Ding, schön. Zack. Ne, geht ja nicht mehr. Ne? Egal, ist doch besser so. Weil wir müssen es eh da hinten reinfahren. So. Was ist denn da? Hä? Bescheuert oder was? Warte mal. Yes, geht doch. Hier, ein Zeitriss, müssen wir eigentlich einsammeln, aber das machen wir später. So, zack. So, jetzt Leute, ist es soweit? Warte ganz kurz, ich guck mal nach, ob der Reaktor abgekühlt ist. Ja, aber ist er. So, genau, also Zeitleitung ein, Reaktor ein. So, 2 Uhr morgens, 2 Uhr morgens? Um 2 Uhr morgens, ich nehme mal an, wahrscheinlich einen Tag später, ne? Das heißt im Prinzip also quasi, also April, da muss ich sagen, 25.2014. Was war das für eine Scheiße schon wieder? Nein, falsch, nochmal. Was soll das? Also April.
25.2014.02.00. Zack. Ich vermute mal, so war das gemeint, ne? Okay, Leute, wir wollen es hoffen. Wieder, wir dürfen keine unnötigen Zeitsprünge machen, weil sonst die Zeitagenten uns auf die Spur kommen könnten und das noch mehr vermeiden. So, Zeitsprung weiter. Yeah! Okay, ist es jetzt wirklich. Ich hoffe mal, dass das jetzt so richtig war, ne? Aber, ne, ja, müsste eigentlich. So, Moment. Zeitleitung aus. Ich überlege, ich könnte auch die Zeitleitung. Doch nicht weiterfahren, du Idiot. Ja, war richtig, Leute. Das, ja, war richtig. Ja, yeah, war richtig gemacht. Mega. So, alles bereit? Yep. Treffe ich bitte oben auf dem Parkplatz des Gerichtsgebäudes. Mit dem Auto. Okay. Aha. In Ordnung. Na gut, dann fliegen wir da jetzt hin. Wie man fliegt, weiß ich, Leute. Moment mal. Einsteigen. So, und jetzt, zack, und los geht's. Los, yay! Oh, till we reach the edge of the stratosphere. So, ab geht's. Ja, wir können aber nicht schnell fliegen, weil wir ja den Booster nicht haben, aber egal. So, hier wollen wir hin. Ah, da ist er ja schon. Aha! Okay, Moment. Langsam, runter. So, zack. So, zack. Zack. Da ist er schon. Jawohl, läuft doch alles perfekt. Haha, zack. Schöne Aussicht, oder? Obwohl ich wünschte, es gäbe Geländer. Murmelt vor sich hin. Ja, aber man muss nicht runterfallen. Hey, wie auch immer. Jetzt im Wesentlichen. Ich würde gerne die Zeitmaschine in Aktion sehen. Reisige einige Zeit in die Zukunft. Nicht so weit. Etwa so eine Stunde. Sollte reichen. Du könntest ja den Motsche verwenden, wenn du ihn noch hast. Spreche danach mit mir nochmal. Na gut, eine Sekunde bitte. Ah! Gut, Leute, dass wir ja am Anfang nämlich den Modchip nicht weggeworfen haben. Das ist der nächste Tipp. Schmeißt den Modchip nicht weg. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ist der Modchip? Das ist... Moment. Da. Das Teil. Hier, das hier, ne? Was wir hier... Da. Ne, da vorne dran, was wir rausgenommen hatten. Genau. So. Also, ein Zeitsprung, kein Problem. Ach, scheiß Mist. Ah, Mann. Geht aber noch gar nicht. Erstmal wieder Licht anmachen, aussteigen. Erstmal muss ich ja jetzt neues Uran einsetzen, ne? Schiete. Okay, einen aufnehmen, und wie viel habe ich denn da vorne? Egal. Zack, rein damit. So. Ja, und jetzt können wir einfach fliegend mal einen Zeitsprung machen. Und das machen wir jetzt auch. Also, ihr hört ja, ach ja, genau. Wir brauchen jetzt hier, also, warte. Okay, also, hier brauchen wir jetzt gar nichts machen. Können wir nicht, weil wir den Chip wieder drin haben. Das heißt, ich mache jetzt einfach nur Folgendes. Wir fliegen hoch. Oh, Moment. Moment, das ausmachen. Die brauche ich die Bewegung nicht. So, zack. So, Moment, Moment, Moment. Hä? Ach, ich habe vergessen. Moment, ich habe vergessen, Reaktor zu aktivieren. So. Und jetzt. Meine Fresse, was war das denn jetzt für Blödsinn? Dämliche Scheiße hier. Das ist ja wohl jetzt das Dümmste, was ich hier erleben musste gerade. Und pfung, so. Ne, was war denn jetzt? Aber, das war nicht. Boah, das gibt's doch nicht nochmal. Oh, jetzt aber. Jetzt aber, meine Fresse. Aha, wir haben einen neuen Eintrag im PLC. Ich gucke eben. Ach, kann ich so nicht gucken? Warte, zack, jetzt aber. So. Lass uns mit ihm reden, wenn das andere Ich nicht da ist. Keine notwendige verwirrliche Paradoxien, okay? Na gut. Wo ist denn das andere Ich jetzt da? Das verstehe ich nicht. Oder warum ist es da? Was machst du schon wieder? So, wieder ab nach oben zum Parkplatz. Ja, aber das ist ja nicht da, wie ich sehe, ne? Gut. So, zack. Und da ist er schon. Zack. Yeah, hat auch wieder geklappt. Yeah. Zack. Beeindruckend. Und hier bist du. Ich bin es. Es funktioniert. Genau wie der erste erfolgreiche Test vor langer Zeit. Yay. Luck. Alte Zeit. Nun, das Auto scheint immer noch in gutem Zustand zu sein. Also habe ich nachgedacht. Möchtest du den Kernreaktor auf Fusion upgraden? Ja klar, warum nicht?
Ich nehme an, du konntest noch keinen bekommen. Dies wäre derzeit nicht möglich, da die derzeitigen Fusionsreaktoren von der Größe her nicht passen würden. Die sind immer noch viel zu groß, aber ich habe eine mobile Version entwickelt, die den Mainstream-Wissenschaftler weit voraus ist. Ich werde es in deiner Mr. Crafty Datenbank installieren. Treffen wir uns jetzt wieder im Shop, wenn du es fertig hast. Auf diese Weise kannst du eine Zeitmaschine mit anderen Alternativen versorgen. Ja, perfekt, Leute! Öffne die Luke der Zeitmaschine. Erinnerst du dich, als wir den alten Spaltreaktor eingebaut haben, bevor die maskierten Männer kamen und du fliehen musstest? Ja. Achso, genau. Ah ja, das war's schon. Okay, perfekt. Erst einmal, Mr. Crafty, wo ist er denn? Ach ja, Nummer 6. Dort, zack. Dort, zack. Ja, lass fallen. Dort, zack. Sonstiges? Warte mal, Werkzeug. Fusionsreaktor. Ach, da hat er schon alles drin, ja? Was mal, fehlendes Material, was denn? Das fehlt. Ah, was soll der Scheiß denn? Da war du blöder Mistkerl. Das muss ich jetzt alles kaufen, oder was, du Streckschwein, ey? Ach, da fängt das schon wieder an, Leute. Also können wir das gar nicht so... Ja, können wir das gar nicht sofort machen, ey. Boah, ja, super. Ha, dafür haben wir gar nicht das Geld. Warte mal, ich guck mal eben. Halt, ruhig, langsam. So. Was ist jetzt los? Ey, was war das hier für eine Scheiße? So, habt ihr das auch mitbekommen, dass ich gerade ein schwarzes Bild hatte, oder habt ihr das nicht gesehen? So. Jetzt geht's jetzt mal ab zu den Laden. Achso, Moment. Das raus, so. Zack. Jetzt geht's jetzt mal ab zum Laden. Und gucken, was die Sachen kosten. Alles zusammenrechnen und dann, ne? Wir haben noch 34 Minuten, dann werden wir fix die Kohle zusammenbasteln. Und dann zeige ich euch noch einmal, wie man die Kohle zusammensammelt, ne? Also, so, nochmal eben schauen. Wir brauchen, nochmal das Ding einmal, ne? Herr Atom, glaube ich, war das, ne? Warte. Warte, wo, genau, hier, nochmal hinwerfen. So, also wir brauchen eine, zwei davon. Ein okay, Kasten haben wir sogar schon, einmal das hier. Okay, Schaltplatine. Was? Schaltplatine? Gibt es hier sowas überhaupt? Was ist, das ist, oh Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Schaltplatine. Kiste haben wir schon, warte. Ah ne, das ist ja auf der Seite, da. $42, also ich werde langsam wahnsinnig. Aber wo ist die Schallplatine? Wo haben wir denn hier sowas? Warte mal, bietet der überhaupt sowas an? Wo soll ich denn bitte eine Schallplatine kriegen? Was ist das denn jetzt? Oh Mann. Levi-Wort. Ja. Schön und gut, aber warte, denn? Au! Wo hat der denn eine Schallplatine? Egal, wir gehen einfach schnell Geld machen. Ne, Leute? Und dann kaufen wir schon mal wenigstens andere... Warte mal. Ja, doch, genau. Und dann kaufen wir schon mal wenigstens andere notwendige Zeug. Und Schallplatine? Ja, wo kriegen wir denn eine Schallplatine jetzt her? Gute Frage. Egal, wir gehen jetzt einfach schnell mal lochen. So. Ja, ich möchte bitte etwas aushelfen. Klar, ja, la, perfekt. Also, gestern, ah, da kommt ja schon jemand. Ja, perfekt. Komm her, Kollege, was willst du? Cheeseburger wird getan. So, Leute, ich könnte doch mal sehen, wie es geht, ne? Wie gesagt, hier auch Anleitung, ne? So, zack, fertig. Hinlegen, Ketchup drauf, Patty nehmen, grillen, natürlich nicht roh, ne? So, komm, schneller, zack. Und zack, drauflegen. Dann Käse nehmen. Käse könnt ihr so drauf nehmen, dann grillen. Wir grillen den Käse. Dann ist er genießbar, ist er schöner. So, zack, zack. Salat. Einfach so drauflegen, die müssen wir nicht grillen. Kann man aber, zack, zack. Zack, und klingeln, fertig. Nächster. Cheeseburger bitte. Ja, Landa kriegst du. Zack. So, die zu. Schneller, langsamer. So langsam, so. Na, zack. So. Boah, Nase juckt, Mist. So, jetzt wieder. Patty. Hinlegen. Na komm. So, zack, zack drauf. Käse, erst grillen. So, komm, schneller, schneller. Zack, zack. Salat. Hoffentlich bestellt mal jemand Pommes. Weil das ist ganz einfach zu machen, da muss man gar nichts machen. Nur die Pommes in die Fritteuse schmeißen und Ende Gelände. So, nächster. Cheeseburger bitte. Ja, soll es sein, kein Problem. Ihr Fleischfresser, Leute, die eklig, ey. Werde mal Vegetarier, das ist viel gesünder, viel besser, ich sag's euch. Ha, so, zack. Oh, na, ja, toll. Wegschmeißen, ja, haben wir jetzt versaut, Mist. Scheiße. Ha, jetzt habt ihr mal, ne, sowas auch gesehen. Wie man einen Hamburger versauen kann.
rohes Fleisch draufgelegt. Wer macht denn so einen Mist? Ja, ich natürlich, Leute. Habt ihr ja gesehen. Also, das sieht so mad, wir haben nicht so viel Zeit. Was ist denn immer los hier? Zack. 31 Minuten, Leute. Wir müssen noch ordentlich was schaffen. Ich will den Part noch was hinkriegen. Deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen hier eine Reine leisten. Oder reißen. Oder zusammenreißen. Ne, und eine Leine reißen. Also, das heißt, der Mensch am Gürtel reißen. Ne? Auch wieder ein neuer Spruch eigentlich. Ne? Das heißt ja eigentlich, den Gürtel enger schnallen, wenn irgendwas ist. Aber nicht am Gürtel reißen. Also. Na komm, schneller, schneller, schneller. Braucht nicht so lange, das ist nicht schlecht. Ja, nicht gut, meine ich. Jetzt habe ich den Rehkäse roh draufgelegt. Aber es ist nicht schlimm, Leute, wir kriegen trotzdem die gleichen Punktanzahl. Zack, seht ihr? So, ne, ein bisschen weniger, Mist. Das war ein Scheißkerl. Was wir da haben? Ja, Schießbürger. Das war ein egoistischer Mensch. Nur weil ich den Käse roh draufgelegt habe, ne, Holz. Ihr müsst doch nicht so luxuriös. Oh nein, der nächste, den ich verschifft habe, leckt mich doch am Arsch. Gibt's doch gar nicht. So, zack, zack. Jetzt aber. Ketchup drauf. So, zack. Grillen erst den scheiß Patty. Meine Güte, das ist nicht so fassen hier, Leute, ne? So, 1081 Punkte schon. Nette. Grillen erst. So, zack. Dann Salat drauf knallen. Zack. Decke drauf knallen. Zack. Und zack und zack. So, nächster. Cheeseburger. Ja, sollst du bekommen, meine Damen und Herren. Ja, Londo. So, komm, zack, zack. Dann, ja genau, Ketchup. Dann Patty, aber erst grillen und dann drauflegen, nicht drauflegen. Ah, mein Fuß tut weh. Hallux Folgus meldet sich wieder. Aua, Landa, das tut weh. Aua, 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 aua. Unten. Scheiße, wieder Mist gebaut. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da habe ich dann wieder eine Käseroh draufgeschmissen. Ah, dieser hat trotzdem die volle, Punkte gekriegt. Jawohl, da war einer aber vernünftig im Kopf. Und hat nicht rumgenörgelt. Geht auch noch von Menschen, die halt, ne, nett sind. Und nicht hier, keine Ahnung, da so extra, wo es braucht und gleich rumzicken, da wie sonst was da. Oh Mann. Sieht zu, Mensch, da war, ist das denn immer hier die. Zwei immer so. Ja gut, Mist, habe ich wieder Mist gebaut. Aber macht ja nichts, es gibt ja Menschen, die hauen da eigentlich gleich einen auf die Fresse dafür, ne, so. So, zack, zack, zack. Nächste war. Wo bist du denn abgehauen, Junge? So, was willst du haben? Cheeseburger. Sollst du haben, Kollege Reiser? Schon 7 von 5, perfekt. Machen wir mal 10 Stück fertig. Reicht sie zusammen, Junge? Versau's jetzt nicht. So. So. So, machen wir ihn fertig. Zack, komm. Schneller. So, zack. Käsikus. Zack. Yeah. Wenn wir 10 fertig haben, haben wir auch genug, um 2 von diesen Magneto-Dinger da zu kaufen. Sollte eigentlich genug sein, ne? So. Doch, ja. So, und zack. Der nächste. Wo läufst du denn hin? Aber ihr habt doch alle keine Geduld im Arsch, ne? Nicht so fassen, ey. Habt ihr wahrscheinlich als Kind so viele von Hintern gekriegt, dass euch das Sitzfleisch kaputt gegangen ist, ne? Oh. Oh Mann. Das war mal wieder ein Spruch, ne, Leute? Oi. So, zack. Käse drauf schmeißen. Okay, erstmal grillen, ne? Für bessere Qualität, ich kriege auch mehr Punkte auf dem Schlag. So. Zack. 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 Und bam. So. So. Zack. 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 Quatsch, erstmal grillen, Mensch. Zack, zack, zack. So, jetzt, zack, noch nicht drauflegen, erstmal grillen. Hab ich doch willst du mich verarschen oder was? Ich hab doch, hä? Das war auch geil, da mache ich halt schon eine Bestellung fertig, ja, megamäßig. So, was willst du haben? Yo, ist sogar schon sofort fertig, mein Freund, hammermäßig. Hey! Boah, das war jetzt knapp, scheiße. Fast den Käse verbrannt, Mist. Zack. Was sagt er? Wow, das war schnell. Zack. Mega mäßig, war wie schnell, ne? Ja, ja, kriegst du. Aber gib mir mal mehr Zeit. Was ist das für euch, dass ihr mir so wenig Zeit gebt? Habt ihr so noch alle, oder was? Ich kann doch nicht gerade wie Superman. Hier habe ich eine super Geschwindigkeit drauf, oder was gibt's doch wohl nicht hier? Puh, Leute, nicht stressen. Nee, wirklich. Habe ich so viel Zeit, oder was? Was ist das denn mit dir, Fleisch? Komm, Käse. Sieh zu, Brutze. Schneller. Zack. So, Salat drauf knallen. Ich hab gesagt, Salat drauf knallen, zack, 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 so, zack, zack, genug, Ende. 118, Ladies, nicht schlecht. Seht ihr, Leute, haben wir ruckzuck eben Geld zusammengekloppt. So, da können wir jetzt schon mal das eine kaufen, ne, die zwei Magnetonteile da, ja. Wie gesagt, eins von den Dingern haben wir ja sogar schon, ne. Kiste, weil wir haben 4 Kisten oder so. Da können wir ja voll eine, ne, spenden.
Bitte, Mr. Crafty. So, zack, rein da. So. Auf der anderen Seite. So. Was? Achso, hier. Nummer 1. Oh, ich habe auch. Wie, die hat das noch einmal jetzt da? Aber geht's doch mit dir? Ich wollte doch wohl noch fahren. Was soll das? Zack. 42, Junge, aber die ist wohl nicht alles nicht ganz richtig im Kopf. Oh, scheiß Mist. Gut, Moment. Also, leg einfach mal erstmal hier ins. Ja, mal. Also, jetzt ist langsam mal genug, ne? Ich habe auch eine Kiste, nehmen wir mal eben raus. So, zack. 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 So. Zack. Zack. Zack, zack. So, zack, zack. So, jetzt hoffe ich mal, dass ein Loch wieder eins liegt. Oh oh. Ach, da ist doch ein. Oh, Glück gehabt. Puh. Gut, das ist ja doch schon mal. Gewisser. Ach, 42. Hast du es gerade. Also, den Preis gerade erhöht oder was? Dir hau ich die Zähne runter, das sag ich dir, ey. 43, Alter. Oh, das ist ja nett. Danke, ey. Du bist ja. Ey, wie Herz allerliebst. Schalt dich, den können wir gleich bei. Natürlich. Der Schalt, den können wir bestimmt bei Dings gleich kaufen. Bei dem eBay-Teil. Da gehen wir dann gleich fix hin, Leute, ne? Und gucken da mal eben rein. So. Kiste wieder rausholen, hinlegen. Zack. Und zack. Also, es ist ja. Naja, es erstmal eingeräumt haben, ne? So. Zack. Haben wir. Ach so, unser Auto ist. Unsere Maschine ist abgekühlt. Okay. So. Einsteigen. Zack. Umdrehen. Zack. Zack. Yeah, unsere Zeitmaschine, Leute. Ist das nicht der Hammer? Ach so, okay. Da. Zack. Da ist das E-Building. Was ist denn das? Ach so, Vogel. So. Schaltding ist aber auch. Schaltplatine. Mal gucken, ob es hier auftaucht. Hoffen wir es mal. Vielleicht haben wir Glück. Und dann haben wir alles zusammen und dann können wir gleich das Ding noch bauen. Den besseren Fusionsreaktor. Fängst du schon wieder an? Wie sollte denn schon wieder Hunger das verstehen? Ich komm, beweg dich. Okay, scheiße. Schalt den Kimi hier nicht, oder was? Das gefällt mir jetzt aber gerade irgendwie nicht. Ha. Oh, komm bitte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warte mal, Fusionsreaktor? Aber das ist gerade richtig, den Fusionsreaktor? Das ist das, was ich eigentlich. Warte mal, ist das denn nicht das? Warte mal kurz. Fusionsreaktor, ist das denn nicht das, was ich eigentlich bauen soll? Hä? Warte mal. Aber wenn ein Fusionszentrum der Energiegenerator der Future. Doch, ist aber für Fusionsgenerator, genau. Doch, Fusionsreaktor. Warte mal. Ich brauche das Ding ja gar nicht craften, wie ich gerade sehe. Das kann ich mir einfach. Im Ernst jetzt? Das Ding kann ich mir einfach hier kaufen? Das ist ja geil. Und dafür habe ich sogar das Geld. Kauf ist das Ding noch einfacher zu craften. Meine Güte, Leute, noch einfacher. So. So, sieh zu. Ah, jetzt kommt Kohle. Ja, dann kaufen wir so gleich einfach den Fusionsreaktor. Da haben wir schon das, was wir brauchen. Da machen wir es eben einfacher, ne, Leute? Entweder craften, ne, oder halt, ja. So, ne? Ich hoffe mal, dass es funktioniert, ne? Jetzt müssen wir eben abwarten, bis der Fusionsreaktor wieder auftaucht. Und dann aber nicht teurer ist, weil sonst kriege ich einen Krampf. Oh, Mann, das war jetzt immer warten muss. Ich doch auch nicht unendlich viel Zeit. Aber gut. Wir haben in dem Part ein bisschen was geschafft. Da bin ich schon mal froh drüber. Das ist schon mal gut. Juhu. Wenn wir das Ding gleich haben, dann werden wir gleich, ne, essen. Ja, was essen kurz. Ja, komm, bitte, bitte, jetzt geht. Och, jetzt komm. Komm schon, jetzt gib mir die Fusionsreaktor. Komm, bitte. Hast du das mir gerade schon angezeigt, Mensch? Mann. Oh, Mensch, nochmal. Oder die Platine, eins und beiden. Schalter, Schaltding oder den Reaktor? Eins von beiden. Ja, kommt jetzt gar nicht von beiden. Mann. Oh, Leute, sorry. Ach, komm schon. Oh. Komm. Komm, wenigstens Reaktor. Komm, der Reaktor oder die Platine? Warte, was passiert, wenn ich dann neu dran gehe in das Ding? Haben wir denn andere Produkte da? Warte erstmal nur ab. Gut, ich gehe mal einmal zurück und wieder dran. Ne, ist das gleiche. Ändert sich gar nicht. Scheiß Mist. Dann muss ich jetzt aber. Arkenstein. Ach so. Uranium, was ist das? Warte mal. Ne, das ist Mr. Crafty. Den habe ich ja schon. Mr. Crafty brauche ich nicht. Ich will den Fusionsreaktor. Los. Boah, dann brauche ich den ja gar nicht. Eigentlich im Prinzip dann, glaube ich, gar nicht bauen. Wenn ich den.
Warte mal, wie viel? Ha. Nee, zack. Ja, dann eben so. Bing. Yee. So, Leute. So, Moment. Mr. Crafty. Ha, 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 ha. Zack. Zack. Ja, das haben wir jetzt. Also, ich muss hier erstmal. Ach ja, richtig. Moment. Moment, Leute. Wir müssen natürlich die Kiste rausholen. Man müsste nämlich aus der Kiste alles neben den Crafty legen. Ne? So, zack. Moment. Zurück. Zurück. So. Und, ja, das. Ja, und das. Die Kiste brauchen wir. So, jetzt müsste es, glaube ich. Nein, warte, so. Nein, leider noch nicht. So, das heißt einmal die Kiste. Dahin. Dann das hier. Dahin. Das hier. Dahin. Ah ja, und die Schaltpalette. Wo habe ich die jetzt? Nummer 6, das ist sie wohl, ne? Nein, hä? Wo habe ich denn jetzt die Schaltplatine? Ach, scheiße, ich habe die ja gar nicht genommen, da liegt sie ja noch. Ha. Oh, was ist das denn für ein Blödsinn? So, zack. So, auch daneben hinlegen. So. Und jetzt anmachen. Und. Bing! Ja! So, zack. So. Da haben wir es, Leute. Haha. Kurz aneignen, das eben auch wieder aufnehmen. Ne, man soll ja nichts liegen lassen. So. Nein, Mr. Crafty, was soll das denn? Oh, scheiße, gut. Oh, ja, dann nehmen wir das mal da rein, vorläufig. Nehmen wir wieder eine Kiste. So, zack. Und, ne? Ja, sofort, sofort, du kriegst sofort zu fressen. Halt's Maul. Ja, das brauchen wir jetzt gerade, wenn wir was anderes da rein tun können. So, Fusionsreaktor bleibt. So, Moment, verlassen. Jetzt kurz das Ding wieder nehmen. So, zack. So, jetzt zack. Das wieder reinlegen. Oh, Leute, das ist diesmal ein guter Part, würde ich sagen, nicht wahr? Zack, geht das noch aufziehen? Ja, so. Jetzt gehe ich schnell irgendwas essen, damit der Idiot sein Maul hält. So. Ich möchte was zu essen kaufen, dafür müsste ich sogar noch was haben. Ja, 30 Tato. Ich kaufe einen Burger. Nehmen. Du bist frech, du musst auch fressen. Na komm, 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 komm. Okay, das nächste. Ah. Ich möchte was kaufen. Und dann nehme ich noch ein Getränk, ne? Ist auch, ich möchte noch was trinken, ne? So, und das ist jetzt was, das. So. Raketensoda. Und ich glaube. So. Das hätte sogar. Ja, aber. Der bringt jetzt was noch nicht. Erstmal, warte mal. Jetzt bauen wir den Reaktor erstmal natürlich ein, ne? Genau. Zack, so. Aufmachen. Und Reaktor. Den Reaktor rausholen, genau. Und den neuen Reaktor bauen wir jetzt ein. Wo haben wir den hier? Ich habe wohl 30, ne? Genau, zack. Na komm schon. Na komm schon. Was? Was ist denn das da noch? Meine Fresse. So, jetzt aber. Zack und zack. So, jetzt scheiß mir nochmal, jetzt sieht das schon wieder nicht so gut so richtig. Ach komm schon! Jetzt setzt doch einer. Also jetzt, aber. Ach nee, warte mal kurz, mein Fehler. Da, so muss man, genau, muss ich hier hinhalten, genau. Ja, und jetzt, ja, muss man da halt. Ah ja, muss man, oh, jetzt brauchen wir Fusionzellen, ne? Das war ja wohl jetzt. Oh, was soll denn das für ein Scheißwitz jetzt halt? Oh Mann, ey. Aber ja, was macht das? Ja, komm. Kiste raus. So. Zack, zack. So, Nuklearreaktor, genau. Und ja, die leere Zelle, die tun wir da nicht rein. Das erstmal zurück in den Kasten. So. So, jetzt zack. Ich muss mal so zu Edward zurück, ne? So, zack. So, bing, Dankeschön. So, jetzt geht's ab zu Edward zurück. Weil das ist jetzt mal das Ziel. Und dann müssen wir ihm sagen, dass wir es fertig gemacht haben und dann. Keine Ahnung, mal gucken, was er dann gleich sagt, ne? Gibt mir wahrscheinlich schon irgendwie eine erste Fusionszelle oder sowas, ne? Zack. Aha, seht ihr? Der ist schon wieder hier, ne? Hey, wie geht es mit dem Fusionsreaktor? Es ist vollbracht. Toll, dann lass ich dir einen Plan erklären. Wie ist der Plan? Treffe ich in der Schule. Ich brauche eine Tafel zum Schreiben und ich muss ein paar Sachen packen, die ich dort gelassen habe. In der Schule? Ja, gleich, gegenüber von 6 Surflern auf der anderen Seite des Skateparks. Ich habe vor ein paar Jahren ein paar Kurse veranstaltet. Ich werde den Hauptangang
würde ich öffnen. Treffe mich im Klassenzimmer A. Okay. So, Moment. Mein neuer Eintrag. Etwas klar. Ich muss mich mit Edward im Klassenzimmer A der Schule treffen. Er wollte dort ein paar seiner alten Sachen zusammensuchen und mir gleichzeitig den Plan erklären. Okay. Na, also los geht's. Cool. Also jetzt, Leute, läuft doch mal das auch richtig rund, oder? Also, Mensch, also langsam klappt es doch jetzt mal richtig gut hier, ne? So. Ah, da ist die Schule, ne? Nee. Oder ist es doch, oder doch hier? Nee, das ist doch nicht die Schule. Nein. Hä? Ja, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo sie ist. Ach, da ist die Schule. Ich hab sie, das ist sie doch da. Und zack. Zack. Ja, doch, auch zu, Mensch. Ja, die Frage ist jetzt, wo ist A? Ah, hier ist der Sportplatz. Okay, die Lehrräume sind also, das ist also oben. Warte mal, oder? Ist es hier? Nee. Ja, die Lehrräume sind dann oben. Alles klar. So. Classroom B. Ah, da ist er ja. Aha. Aber das schadet nicht A. Da bist du ja. Ich habe gerade all die Sachen gepackt, die ich zurückgelassen habe. Okay, was ist der Plan? Toll. Darf ich dann zur Tafel gehen? Ich werde deine Mission erklären. Oh, oh. Gut, dass wir es aufzeichnen, Leute, ne? Ja, bitte. In Ordnung. Oh, jetzt. Yes. Oh, ultra, mehr, ultra widescreen, wa? Ja, dann siehst du. Hä? Unsere Gegner, die bösen und geheimnisvollen Agenten. Ah. Die haben unser Forschungsmaterial auf Zeitreisen im Jahr 1984 gestohlen und haben es wahrscheinlich... so viel habe ich aus meiner eigenen Recherche herausgefunden. 7. Juni 1989. Okay. Die Agenten sind in unserer örtlichen Einrichtung in Pine Lake eingedrungen. Die haben einige wichtige Forschungsergebnisse gestohlen. Eines dieser Dokumente handelte von der dimensionalen Speichereinheit. Weißt du noch? Ich habe deine Hosentasche mit derselben Technologie ausgestattet, dass du sogar einen ganzen Reaktorproblem ist drin. Es war in der Lage, Objekte unterzubringen, die größer sind als die eigene tatsächliche Aufnahmekapazität. Ich glaube, ich habe diesen Tag nur überlebt, weil die Truppe, die beauftragt wurde, sich um mich zu kümmern, von meiner experimentellen Supermikrowelle getroffen wurde. Ah. Jedenfalls deswegen muss ich dich dorthin schicken. Okay. Oi, oi. Ja, du musst die Basis infiltrieren. Finde handfeste Informationen über ihre Pläne und hol dir diese Baupläne für den Dimensionskoffer. Es sollte oben in einem Safe nehmen. Versuch dein Bestes, um zu vermeiden, mit mir zu sprechen. Tu so, als wärst du nie da gewesen. Okay. Du hast zwei Möglichkeiten, um hereinzukommen. Ich gebe dir meinen alten Hauptschlüssel. Okay. Das ist zum Teil der Grund, warum wir uns hier getroffen haben. Aha. Einer der letzten Tage, den ich hier unterrichtet habe, war auch der letzte Tag, an dem ich an dieser Einrichtung arbeitete, bevor sie geschlossen wurde. Also hinterließ ich sie in meinem persönlichen Vorrat, ohne zu denken, dass ich sie die doch noch einmal brauchen würde. Bis heute. Alles klar. Ja. Zack. Bereit für das Unternehmen. Ja, wo war diese Einrichtung? Die örtliche Einheit in Pine Lake, die ist direkt hinter dem Gerichtsgebäude, unter den Archiven. Jetzt ist es ein Museum. Okay, ran an den Job. Aha. Toll, und denke daran, versuche meinen Jüngern ich auszuweichen. Nimm diese Schlüsselkarte, verliere es nicht. Es kann der einzige Weg in die Einrichtung sein. Viel Glück. Pause. Ach, und triff mich nach der Mission wieder im Labor. Okay, alles klar. Gut. In Ordnung. So, das habe ich jetzt alles hier drin, ne? Etwas klar. Ich muss mich mit Edward in der Klasse. Und jetzt hier. In Ordnung. Ich muss am 7. Juni 1989 in die Einrichtung. Die Pläne für den Dimensionsfall aus einer der Art Safe erhalten und irgendwelche greifbare Informationen über die Pläne des Eindringlinge bekommen. Gleichzeitig sollte ich Edward aus dem Weg gehen. Nochmal, in Ordnung. Ich muss zum 7. Juni 1989 in die Einrichtung. Die Pläne für den Dimensionsfall aus einer Art Safe erhalten und irgendwelche greifbare Informationen über die Pläne des Eindringlinge bekommen.
Gleichzeitig sollte ich Edward aus dem Weg gehen. Alles klar. Okay. Das Problem ist nur. Doch, ich hätte noch Geld, glaube ich, für so ein Ding, oder? Versuchen wir es mal. Und was wir gleich machen, Leute, ist, wenn wir den Zeitsprung machen, diesen wichtigen Zeitsprung, wir werden direkt nach dem Zeitsprung, dass er ankommt, werde ich mir mal, wie heißt das denn? Bei WhatsApp notieren, wann wir hier gewesen sind, damit wir dann kurz danach einfach hier wieder auftauchen, wenn wir mit der Mission fertig sind. So. Erstmal müssen wir jetzt. So, zack. Erstmal müssen wir jetzt mal ganz kurz, ne, uns Thrive Shop kaufen, ne. Das Coole ist, mit einer so einer Fusionszelle können wir zwei Zeitsprünge machen. So, wenn wir jetzt Glück haben und uns zwei davon kaufen können, haben wir vier Zeitsprünge offen. Ist das nicht der Hammer, Leute? Also ich muss schon sagen, der heutige Part läuft ganz gut. Boah, der schöne DeLorean. Gut, dass ich mit dieser Mod spiele, oder Leute? Mega mäßig. So, was kostet die? Herr Atom, was soll das für eine Scheiße? Ach ja. Ne, warte mal, hä? Moment mal. Fusionszelle. Für $40! Seid ihr noch ganz dichte Schäden oder was? Oh, toll, Leute. Müssen wir schnell noch eben arbeiten gehen. Müssen Geld zusammen sammeln. Aber ich denke mal, dass wahrscheinlich wir bis zum Ende des Parts wahrscheinlich nicht schaffen. Wir müssen das Geld zusammen sammeln, aber das war dann auch. Und ich würde sagen, ja, Leute. Ne, wir haben in dem Part aber doch gut was geschafft. Und im nächsten Part, würde ich sagen, in der nächsten Folge geht das Abenteuer dann weiter. Aber erstmal. Müssen wir ein bisschen jetzt. Oh, ich hasse den Husten bei mir. Verstehe ja keinen, warum ich schon wieder so viel huste, Mensch. Und dieses. Was soll der Scheiß dabei, Mensch? So. Ja, komm her, Kollege. Schneller. Ja, sieh zu. So, zack, braten. So, oh nein, wie noch Zeit, so ein beschissener Mist doch, ey. Na gut, will ich ein bisschen Geld zusammensammeln eben. Und schon zum Teil für die nächste Folge dann vorbereiten, ne Leute. Aber dieser Folge, Leute, würde ich das sagen, war super erfolgreich. Also ich selber bin auch komplett zufrieden. Die ersten paar Folgen, naja, ging wohl, ne, aber jetzt, ne. Okay, ich muss auch erstmal in das Spiel reinkommen, weil so ganz so einfach ist das Spiel nicht. Weil, wie sagten wir am Anfang, wir müssen dimensional denken, vierdimensional denken, genau. Also, zeitmäßig denken. Ja, und das habe ich am Anfang erst nicht so, noch nicht so ganz perfekt hingekriegt gehabt. Deswegen haben wir ein paar Fehlzeitsprünge gehabt, aber jetzt, Leute, ne, fängt es ja an gut zu klappen, ne. Also jetzt, ne, bin ich ja langsam gut drin und ja. Und wie gesagt, schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, was ihr dazu meint, dass ich die Episode, also die Folgen zu meinem Let's Play 45 Minuten lang mache. Also, findet ihr es gut oder nicht? Schreibt es mal bitte hin. Also, ist es zu lang oder nicht? Oder ist es okay so? Oder soll es vielleicht länger oder eher wieder doch kürzer? Ne? Schreibt mir das mal bitte, okay? Dass ich weiß, wie es euch angenehm ist. Ne? Weil ich mag das zum einen, weil ich die Technik interessant finde, ne? So mit OBS hier aufzunehmen, nämlich einzublenden, so mit Greenscreen und so. Aber zum anderen mache ich das auch, weil es mir Spaß macht und naja, weil ich halt auch einfach irgendwie euch noch ein bisschen was geben will mit, ne? Einfach nur so irgendwie, keine Ahnung. Und ich möchte halt, wenn ich schon diesen YouTube-Kanal betreibe und das halt hier mache, ne? War ja natürlich trotzdem halt auch, klar, euch gefallen, ne? Ist ja logisch. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt total auf Erfolg aus oder so. Wenn es passiert, passiert. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Also, ist nicht mein Ziel gewesen. Und ist auch langsam nicht mein Ziel, jetzt irgendwie hier mit dem Kanal total erfolgreich zu werden, ne? Also, ja. Wenn ihr mich natürlich gerne unterstützen wollt mit abonnieren oder so, ne? Wenn ihr aber freiwillig soll sein, dann macht das gerne, ne? Würde mich freuen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Ich meine, es muss einfach nicht, es muss ja nicht sein, ne? Es macht mir halt, wie gesagt, auch einfach so Spaß, die Videos zu machen. Und ich habe jetzt an sich mittlerweile schon 12 Abonnenten. Dafür auch schon mal ein Dankeschön an euch, ne? Und, ja. Ich hoffe, wie gesagt, es gefällt euch weiterhin, wie ich das mache. Und ja, wie gesagt, sagt mir halt, ob das mit den 45 Minuten pro Part, also pro Folge, okay ist oder nicht. Wenn es euch zu lang ist, einfach bitte sagen, okay, weil ich möchte es ja auch für euch halt angenehm gestalten, ne? Die Videos auf meinem Kanal zu schauen, ne? Und ja, in einer Videobeschreibung, könnt ihr auch den Link zu meinem Kanal zu diesem Spiel, mein Discord-Server zu dem Spiel sehen.
Und ich habe auch noch einen eigenen Discord-Server, so für mich als Gamer, ne? Worüber ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Und 81 und ja, halt, ne? Und da könnt ihr dann halt auch mal so mir Fragen stellen oder so, ne? Oder wie gesagt, wenn ihr irgendwie euch austauschen wollt über das Spiel, ne? Wie gesagt, in der Beschreibung des Videos findet ihr halt einen Link zu dem deutschen Discord-Server für das Spiel, ne? Und ich würde sagen, mein deutscher Discord-Server ist auch der erste deutsche Discord-Server für das Spiel, was es gibt, weil ich habe bis jetzt noch einen englischen gefunden, also es gibt an sich eigentlich noch gar keinen, naja, deutschen Discord-Server. Also habe ich einen eröffnet, ne? Also nur zu. Such mal einen Discord-Server, ne? Nur zu. Da ist noch einer, perfekt. Wir nehmen gleich zwei Stück mit. Und mit denen kennen wir sogar auch, wie ich sehe, zwei Zeitreisen, meine vier Zeitreisen jetzt. Perfekt, danke schön. Oh Mann, ey. Na, was ist denn? Okay, dann schmeißen wir den schon mal hinten rein. Hab ich gestohlen? Ich hab doch bezahlt, Arschloch! War mal spinnst du oder was? Was, ey, sag mal, du hast den, ey, Junge, ich hab das bezahlt, du Penner! Kein Wunder, dass der Behinderte mich das nicht nehmen lassen hat. Der hat mich kassiert. Ich habe bezahlt, dass ich gehe, mal egal. Ich habe mein Geld wenigstens nicht verloren. Also, aber ich verstehe, wieso das dann nicht geklappt hat. Aber jetzt. Aber jetzt, Junge, ne? Wenn du jetzt noch einmal Ding sagst, dann hau ich dir die Fresse blau. Okay, geht, hat er nichts gemacht. Oh, scheiße, gut. Warte. Zack, Kiste raus. Zack, aufmachen. So, Notiz da rein. Also, Institutsschlüssel behalten wir. Und Raketensohn nehmen wir auch da rein. So, und dafür. Also, zack. So, zack, zack, so, zack, zack. Und das nehmen wir an uns und zack, voilà. So, gut, wir können jetzt also zwei Zeitreisen auf einmal machen. Perfekt. Also, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal folgendermaßen. Wir reisen schon in die dorthin, wo wir hinreisen sollen. Und ja. Und ne? Und starten dann aber im nächsten Part. So. Weil 4 Minuten haben wir sogar noch. Also. Gekühlt ist es, ne? Jawohl, zack, Reaktor an. Zeit. Okay. Ach ja, Chip habe ich schon rausgenommen. Ja, wo ist der Chip überhaupt jetzt? Oh, oh. Oder habe ich den Arm mitgenommen irgendwie? Ja, keine Ahnung, wo der Chip jetzt ist. Nicht schlimm. So, wohin kommen wir? 17. Juni 1989. Das heißt, Also, 6.7.1981. Und machen wir einfach mal 15 Uhr draus. Zack, fertig. So. War doch richtig, ne? Na so, oh fuck, ey! Warte mal. Wow, was ist denn, Mensch? So. 06, 07, 1989 und. Und schon wieder falsch. Nein, 1989, okay, diesmal richtig. Also, Juni 7, okay. Ja, Leute, würde ich sagen, let's go. Und ab geht's an dem nächsten Part. Yeah. So. Ja, wir haben schon Computereintrag, aber wie gesagt, Leute, wir fahren jetzt hier. Zeit, Dings da ausmachen. Und bevor wir reingucken, ja, wir speichern jetzt erstmal. Und ja, ich danke fürs Zuschauen, Leute. Abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Bye.